Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir beraten im Rechtsausschuss ja sehr viele Themen, auch sehr viele Themen, die wichtig sind für das gesellschaftliche Zusammenleben in unserem Land. Aber davon ist das Urheberrecht schon ein besonderes Thema. In keinem anderen Rechtsgebiet ist der Gegenstand, den wir als Gesetzgeber regeln, der durch Verträge geregelt wird, so eng mit der Persönlichkeit der Betroffenen verbunden wie in dem Bereich des Urheberrechts. Und das macht auch deutlich, dass dieses Rechtsgebiet nicht nur eine ganz enorme wirtschaftliche Bedeutung in der Zwischenzeit erlangt hat, sondern dass wir als Gesetzgeber hier auch ganz besonders sensibel vorgehen sollten. Es ist eben nicht mehr nur Eigentumsrecht, sondern es ist immer auch Persönlichkeitsrecht, das hier betroffen ist. Und bei einem Blick auf die Branche stellt man aus meiner Sicht zweierlei fest. Erstens, das haben wir schon gehört, sie ist unglaublich vielfältig. Es beginnt mit den klassischen Ausdrucksformen, dem Buch zwischen Autoren und Verlegern. Es geht weiter mit Musik, Fernsehen, Film, bis hin zu unglaublich komplexen Gewerken in Computerspielen und vielen anderen Dingen. Und alle die müssen wir mit einem Vertragswerk, dem Urheberrecht, am Ende regeln. Und all diesen individuellen Erscheinungsformen muss das Urheberrecht auch gerecht werden. Und zweitens kann man feststellen, dass das Miteinander in diesen Branchen zumeist gut, fair und partnerschaftlich funktioniert. Ausdruck davon ist nicht selten eine oft jahrzehntelange Zusammenarbeit zwischen Autoren auf der einen und Verlagen auf der anderen Seite. Und trotzdem, auch das haben wir schon gehört, gibt es Ungleichgewichte und Ungerechtigkeiten in diesem System, die wir beseitigen wollen. Durch die Digitalisierung, die wir erleben, ist die Verhandlungsmacht der Verwerter noch weiter gestiegen. Und es gibt auf der anderen Seite dadurch ein gestiegenes Schutzbedürfnis der Urheber. Und deshalb ist es gut, dass wir uns im Koalitionsvertrag darauf verständigt haben, die Rechte der Urheber weiter zu stärken. Das haben wir bereits getan. Im Verwertungsgesellschaftengesetz, das wir vor wenigen Wochen hier miteinander beraten haben. Und damals haben wir, auch die Redner der Union, ich glaube der ganzen Koalition, das Justizministerium sehr gelobt. Es war damals ein guter Referentenentwurf, es war ein guter Kabinettsentwurf und ich glaube, wir können für uns in Anspruch nehmen, dass wir im Laufe des parlamentarischen Verfahrens aus dieser Grundlage noch ein bisschen etwas Besseres gemacht haben. Und dieses Lob, so gern ich das getan hätte, Herr Staatssekretär, kann ich heute leider nicht wiederholen. Der Referentenentwurf war unausgewogen. Er hat die individuellen Bedürfnisse der Branche gerade nicht berücksichtigt. Er hätte zu einer Überregulierung und einem ganz erheblichen Bürokratieaufwand geführt. Und das hätte am Ende Geld aus dem System genommen, das den Urhebern selber zusteht. Und es ist gut, dass die Bundesregierung davon Abstand genommen hat. Und trotzdem kann ich die Enttäuschung vieler Kreativer über diesen Prozess gut verstehen. Sie haben Hoffnungen geweckt, die Sie im Ministerium, die wir alle am Ende im Parlament nicht halten können. Und deshalb ist es jetzt wichtig, dass wir klug miteinander vorgehen. Das, was wir jetzt vorliegen haben, ist eine gute Beratungsgrundlage. Und es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die wir noch intensiv miteinander besprechen müssen. Mir macht große Sorgen, wenn uns Urheber auf der Grundlage des Kabinettsentwurfs jetzt vortragen, dass die Rechte, die sie im Moment schon haben, beispielsweise beim Auskunftsanspruch, durch diesen Entwurf nicht gestärkt, sondern eher geschwächt werden. Das, meine sehr geehrten Damen und Herren, werden wir am Ende nicht mitmachen. Uns ist wichtig, dass wir die Rechte der Urheber durch dieses Gesetz tatsächlich stärken und nicht weiter schwächen. Und ich habe, um diesen zweiten Punkt noch zu nennen, große Sorgen, ob das, was vollmundig als Verbandsklagerecht angekündigt worden ist, am Ende wirklich praxistauglich ist. Wir haben in einer ganzen Reihe von Rechtsgebieten inzwischen ein Verbandsklagerecht im AGB-Recht, im Bereich des Datenschutzes. Und da ist die typische Ausgangssituation die, dass der Rechtseingriff bei dem Einzelnen so gering ist, dass er sich scheut, berechtigterweise ein Prozesskostenrisiko einzugehen, das dazu in keinem Verhältnis steht. Und deshalb gibt es an dieser Stelle die Möglichkeit, dass nicht der Einzelne gegen diese Rechtsverletzung vorgeht, sondern ein Verband in seinem Auftrag. Das hat dort seine gute Berechtigung. Und das, was wir hier erleben, dass es offenbar eine Praxis gibt und die offenbar gerade im öffentlich-rechtlichen Bereich
dass gemeinsame Vergütungsregeln vereinbart worden sind und dass trotzdem weit unterhalb dieser bezahlt wird und dass derjenige Urheber, der dagegen vorgehen möchte vor Gericht, am Ende auf einer schwarzen Liste, deswegen heißt das Blacklisting, landet und dadurch keine Aufträge mehr bekommt, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch das werden wir nicht hinnehmen. Und Sie haben es angesprochen, wir haben eine weitere Diskussion, die uns im Rahmen dieser Gesetzesberatungen erreicht. Das ist die Frage, wie wir künftig mit der Verlegerbeteiligung umgehen. Wir haben ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wir haben ein Urteil des Bundesgerichtshofs, die ich in der Sache gar nicht kritisieren will. Sicherlich kann man auf der Grundlage der Gesetze, die wir haben, zu den Ergebnissen kommen, die diese Richter gefunden haben. Und trotzdem, finde ich, sollten wir als Parlament ganz selbstbewusst sagen, das, was in diesen beiden Urteilen drinsteht, das hätte niemals ein deutscher Bundestag in welcher Zusammensetzung auch immer sehenden Auges so beschlossen. Für uns war immer klar, dass am Ende ein Gemeinschaftswerk entsteht, an dem der Autor auf der einen Seite und der Verlag auf der anderen Seite jeder seinen Anteil hat. Und dass das am Ende auch in den Vergütungen seinen Ausgleich finden muss. Das muss gemeinschaftlich vergütet werden. Und wir wollen dafür sorgen, dass dieses partnerschaftliche Miteinander von Autoren und Verlagen auch weiterhin seine Gültigkeit hat. Diesen Rechtszustand, den wir für richtig halten, den müssen wir jetzt auch im Zuge dieser Gesetzesberatung umsetzen. Wir wissen, dass eine endgültige Regelung es nur auf europäischer Ebene geben wird. Und trotzdem glauben wir, dass es richtig ist, dass wir uns auch als nationaler Gesetzgeber mit dieser Frage beschäftigen, dass wir hier Abhilfe schaffen und die Verlage aus dieser teilweise dramatischen, existenzbedrohenden Situation befreien. Die Lösung dafür ist nicht trivial, die ist europarechtlich eher anspruchsvoll. Aber ich glaube, wir sollten uns hier nicht hinter irgendwelchen Ausreden verstecken, sondern dieses Gesetzgebungsverfahren nutzen, um hier eine Lösung zu finden, die allen Interessen gerecht wird. Ich freue mich auf die Beratung zu diesem Punkt und zu dem Urhebervertragsrecht insgesamt. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Dr. Heck. Und der letzte Redner in dieser Debatte, Dr. Volker Ulrich, CDU-CSU-Fraktion, wie Sie schon wissen, aus Augsburg.